Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Finanzminister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, man ist ja hier wirklich Schlag auf Schlag. Man muss ja geradezu noch die Nachrichten verfolgen, um aktuell sprechen zu können in der Aktuellen Stunde. Den Titel haben wir ganz bewusst so gewählt, schaffen Sie die kalte Progression jetzt endlich ab, Herr Finanzminister. Und man könnte ja auch am Beginn dieser Aktuellen Stunde sagen, na bitte, es geht ja, sie bewegt sich ja doch. Jetzt haben wir doch wirklich einigermaßen Druck gemacht, die letzten Wochen, aber in Wahrheit die letzten Jahre, wenn es darum geht, wirklich die kalte Progression abzuschaffen. Das ist, genau gesagt, seit 2014. Wir haben uns das angeschaut, seit 2014 stellen wir Anträge um Anträge, was die Abschaffung der kalten Progression angeht. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren haben viele Bürgerinnen und Bürger noch gefragt, was ist die kalte Progression eigentlich? Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wirklich viele Menschen wissen, dass es eine schleichende, heimliche Steuererhöhung ist oder, wie ich auch gerne sage, eine moderne Form der Wegelagerei seitens des Herrn Finanzministers, Steuererhöhung, ein Einstreifen sozusagen zusätzlich und profitieren von der Inflation. Und sie bewegt sich doch. Heute also die Ankündigung der, und jetzt komme ich natürlich schon zum Punkt, teilweisen Abschaffung, zu zwei Drittel. Na gut, 100%igen Abschaffung der kalten Progression, es tut mir leid, ich habe da offensichtlich, während ich dem ukrainischen Präsidenten gefolgt bin, wie gesagt, nicht alles so akkurat verfolgen können. Also 100%igen Abschaffung der kalten Progression, aber mit 2023. Jetzt ist halt es so, dass die Teuerung gerade jetzt ein Thema ist und gerade jetzt die Mitte massiv betrifft. Und genau deswegen haben wir ja auch gesagt, dass es rückwirkend gemacht werden muss mit 01.01.2022, damit eben diese Steuererhöhung, die stattfindet, dieses aus der ich ziehe den Menschen einfach mehr aus der Tasche, als ich eigentlich ziehen würde, unmittelbar jetzt vor allem der Mitte zugutekommt. Also da habe ich dann schon ein bisschen den Eindruck, hat sich der Mut auf den letzten Metern verlassen. Aber ich bin ja auch durchaus froh und dankbar und sehe das als Erfolg unserer hartnäckigen Arbeit, wenn das jetzt kommen soll. Aber bitte gehen Sie noch einmal in sich, weil am 01.01.2023 ist es halt auch zu spät für viele. Das zweite Thema, das wir immer gesagt haben, und das ist jetzt auch sehr spannend, ich hoffe, ich habe da das jetzt konkret verfolgen können, was Sie denn da heute vorgelegt haben. Offensichtlich war der Druck wirklich enorm, dass das jetzt alles auf einmal so schnell gehen musste und zeigt ja auch von einer wirklich guten Oppositionsarbeit hier, weil ich mich nur erinnere, dass ja viel angekündigt worden noch ist halt, dass wir gesagt haben, es muss immer vor allem die schwächsten Haushalte direkt und auch sofort unterstützt werden. Jetzt habe ich vernommen, dass gesagt wurde in der Pressekonferenz, na, Sie machen jetzt da sicherlich nicht die Gießkanne, aber genau das machen Sie eigentlich mit diesen Bonuszahlungen, die jetzt vorgesehen sind. Also so wie ich das richtig verstanden habe, kommen zu den 250 Euro Klimabonus noch ein weiterer Bonus von 250 Euro dazu und dann besondere Boni noch für arbeitslose Menschen und Menschen, die besondere Unterstützung brauchen und eine Einmalerhöhung oder Einmalzahlung bei der Familienbeihilfe. Das Thema ist allerdings, dass das natürlich schon Gießkanne ist, diese Bonuszahlungen für alle. Und ich frage mich schon, ob es nicht gescheiter gewesen wäre, dann zu sagen, okay, kalte Progression rückwirkend mit 01.01.2022, aber lassen wir das mit diesem Boni, das ist Helikopter-Money, das auch übrigens inflationstreibend wirkt, muss man ja auch so ehrlich sein. Und wir schauen lieber, dass wir ganz gezielt zum Beispiel über die Negativsteuer wirklich die schwächsten und ärmsten Haushalte unterstützen, damit das auch wirklich treffsicher ist, weil so ist das halt nichts anderes, ehrlich gesagt, als Gießkanne, auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass sich jeder freut, wenn er auf einmal 500 Euro geschenkt bekommt. Man muss aber halt auch dazu sagen, dass es vorher der Finanzminister diesen Personen auch meistens aus der Tasche gezogen hat und dann gibt er es wieder gnädig zurück. Was für mich ein bisschen offen geblieben ist, ist das Thema der Lohnnebenkostensenkungen. Ja, da sind Ankündigungen gemacht worden, aber ich habe den Eindruck, auch hier fehlt der Mut, das wirklich entschlossenen Schritt ist und mit einem größeren Volumen zu machen, denn
Wir haben in einer Situation, wo die Preise in die Höhe gehen, die Menschen nicht mehr wissen, wie sie die Stromrechnungen, Gasrechnungen bezahlen und auch viele Betriebe aufgrund der gestiegenen Energiepreise, aufgrund der immer noch Nachwirkungen der diversen und zahllosen Lockdowns und natürlich auch aufgrund von anderer, von außen herbeigeführter Widrigkeiten, wie zum Beispiel unterbrochener Lieferketten oder fehlenden Fachkräften oder Arbeitskräften, in einer sehr wirtschaftlich schwierigen Situation sind. Und es kommen die Lohnverhandlungen auf Österreich zu. Wir alle wünschen uns im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass es hier ordentliche Abschlüsse gibt und dass wir aber gleichzeitig nicht in eine Lohnpreisspirale hineinkommen. Und da wäre es meines Erachtens, unseres Erachtens, jetzt notwendig gewesen und auch jetzt notwendig gewesen, das Signal zu setzen als Staat, dass man hier die Betriebe dabei unterstützt, diese Lohnverhandlungen auch gut bestreiten zu können, indem man doch eine deutliche Senkung oder partielle Übernahme der Lohnnebenkosten macht. Da wird ein kleines Drehen an kleinen Schräubchen meines Erachtens nicht ausreichen, um hier wirklich diese Last auch oder diese möglicherweise große Herausforderung der Lohnverhandlungen, die da auf Österreich zukommt, in allem Schwierigkeiten hier einen Kompromiss zu finden, der auch wirklich gut ist, stemmen zu können. Die drei Dinge waren immer unser Anliegen, also Unterstützung der ärmsten Haushalte, Abschaffung der kalten Progression, bitte rückwirkend, damit das heuer noch gilt, und eben die deutliche Senkung der Lohnnebenkosten. Ich erkenne sehr an, was da heute passiert ist, das ist nicht nichts. Hoffen wir, dass die Regierung hält. Und wir nicht im 1.1.23 dastehen und dann ist das erst recht wieder geplatzt, dieser Traum. Weil das wäre auch schon das ein oder andere Mal passiert in der Vergangenheit. Insofern kann man sagen, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ich glaube es erst, wenn das wirklich da ist und auch wirklich die Entlastung da ist. Und noch eine dringende Bitte, gehen Sie in sich und schauen Sie, dass das heuer schon wirksam ist. Weil ich weiß nicht, wie Sie dem der Mitte erklären, dass sie zwar halt da die Gießkanne ausschütten, Helikopter-Money machen, aber das, was eigentlich der Staat machen muss, nämlich diese schleichende Steuererhöhung abschaffen, das ein bisschen auf die lange Bank schieben und erst mit kommendem Jahr ankündigen. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Applaus